ihr könnt euch das jetzt ein bisschen vorstellen. Also pass auf. Es kommt immer wieder an den Punkt, dass man denkt, Studierende bereiten sich nicht vor. Insbesondere wenn es die Materialien zu verfügen. So. Ich tue jetzt mal so, als seid ihr meine Studenten. Erstes Semester, Mathematik 1, Einführung in Mathematik. Erste Sitzung, erste 10 Minuten. Das ist die Veranstaltung, in der man am Anfang die organisatorischen Infos losfährt. Ja? So. Was zu lesen und so weiter. Herzlich willkommen zur Veranstaltung von Mathematik 1, Mathematische Grundlagen 1 für die Primarstufe. Die Veranstaltung läuft folgendermaßen ab. Ich gebe Ihnen jetzt alles. Alle Vorlesungsvideos, alle Erklärvideos, alle Aufgaben, alle Lösungen, alles. Jetzt und hier, heute, an die Hand. Steht alles im Internet. Kriegen Sie heute. Das heißt, Sie müssen ab heute eigentlich nicht wiederkommen. Sie kriegen heute alles, Sie können über das Semester selbstständig lernen und am Ende die Klausur schreiben. Ist machbar. Wahrscheinlich haben wir jetzt immer ein bisschen Bedenken und Angst, dass wir das nicht schaffen alleine. Und die Erfahrung zeigt auch, dass man, wenn man das alleine versucht, nicht gut klappt. Das heißt, ich gebe Ihnen jede Menge Angebote. Ich unterstütze Sie. Und wir als Team unterstützen Sie. Es sind Angebote, die Sie annehmen können, aber nicht müssen. Einmal in der Woche bin ich da im Plenum und gebe Ihnen gemeinsam Ihre Fragen durch und Aufgaben besprechen wir gemeinsam, gucken wir mal an, wie Probleme sind und so, immer zu einem bestimmten Thema. Das ist mein Angebot an Sie, Ihre Fragen zu beantworten. Sie müssen es nicht annehmen, Sie müssen nicht kommen. Können aber. Wenn Sie kommen, dann macht es aber Sinn, in so einer Bildungsveranstaltung, dass wir uns gemeinsam auf ein Thema einigen, über das wir sprechen. Also ich werde Ihnen sagen, nächste Woche besprechen wir gemeinsam Ihre Fragen zum Thema vollständige Integration. Das heißt, ich sage Ihnen, bitte gucken Sie die Videos und die Aufgaben und so weiter zum Thema an, kommen Sie damit vorbereitet, ansonsten bringt Ihnen diese zu nichts. Und Sie müssen auch nicht kommen, wenn Sie die wollen, machen Sie es andermal, kein Problem. Ich bin da, um Ihre Fragen zu beantworten, wenn Sie vorbereitet sind. Das heißt, es ist Ihre Entscheidung. Es gibt noch jede Menge andere Unterstützungsangebote, wie beispielsweise Übungsgruppen. Da ist ein Tutor anwesend, ist ein Raum. Ja. Sie kriegen ja die Aufgaben jetzt schon zum bestimmten Thema und die Aufgaben können Sie in Ihrer kleinen Gruppe zu zweit, zu dritt, zu viert lösen, wo Sie wollen, in der Cafeteria, zu Hause, am Leckerwesen, wo auch immer, oder in der Übungsgruppe. In der Übungsgruppe können Sie Aufgaben lösen, genauso wie woanders auch. Mit dem einzigen Unterschied, da ist ein Tutor, den können Sie fragen, wenn Sie Fragen haben. Das heißt, sowohl die Übungsgruppe als auch die Plenumsveranstaltungen sind Gelegenheiten, wo Sie Experten zu Ihren Fragen haben, mit denen Sie sich mal durchsprechen können. Das ist aber nur ein Angebot. Genau mit der Methode, ich weiß nicht, ob das mit jeder Lerngruppe klappt, kann auch sein, dass mit einer Lerngruppe nicht klappt. Ja, also, das sind natürlich spezifische Probleme, die man oft hat, aber mit meiner Gruppe hat es geklappt und funktioniert im Semester so. Dienstags morgens um 8.15 Uhr sind 80% der Studierenden anwesend, vorbereitet. Sie müssten ja nicht, aber sie kommen trotzdem. Und sie kommen vorbereitet, weil sie wissen, wenn sie sich nicht vorbereitet haben, kriegen sie nichts. Und das Wichtige ist, nicht wiederholen. Ich gehe davon aus, es wurde vorbereitet. Wenn man das wiederholt oder einknickt, hat man verloren, dann tötet man das Ganze. Welche Anzahl von Studierenden sind dabei? 100. Und welche Durchfallquote? Immer so 20% Durchfallquote. Das geht. Einmal hat man 0%, ja. Aber die Klausur ein bisschen zu einfach. Ich hätte gesagt, so 80%, deswegen haben Sie die Motivation schon mal. Nee. Klar, sagen wir so, in Mathematik ist die Angst immer hoch, ja. Mit Durchfallquoten. Wir haben sie nicht, wir hatten mal irgendwann 70% Durchfallquote. Das geistert seitdem als Angstgespenst durch die Gegend. Angst ist aber kein guter Berater, was Motivation anbelangt. Man sollte sich auf Angst bauen, wenn man will, dass wir hier was tun. Ja. Aber Durchfallquoten sind nicht
nicht so hoch, wie man immer denkt. Also 20-30% vielleicht, 40 oder so, aber spielt sie immer unter der 50%-Grenze. Was passiert dann, wenn ein unverwaltete Student den abfragt? Wie läuft so eine Plenumsveranstaltung? Zunächst mal komme ich hin und sage, wir sammeln Fragen. Welche Fragen haben Sie? Dann kommen die Fragen, die sammle ich an der Tafel und priorisiere sie. Also nicht einfach alle Fragen beantworten, sondern schreibe mir die Fragen auf, stichpunktartig. Und dann gehe ich nochmal die Fragen durch und sage, wer hat auch Frage 1? Dann melden sich alle, die Frage 1 haben, wer hat Frage 2, wer hat Frage 3? Gucke ich ungefähr, okay, die Fragen, die nur 1-2 Leute haben, die klären wir nicht im Plenum. Das machen sie in den Übungsgruppen, das sind Individualfragen. Und die, die viele haben, die klären wir immer. So. Ich kriege da überhaupt gar nicht mit, wer sich nicht vorbereitet. Ich frage, welche Fragen gibt es. So. Die besprechen wir dann. Wenn wir die Fragen durch sind, habe ich Aufgaben mitgebracht, die wir gemeinsam lösen und so. Und wer nicht vorbereitet ist, sitzt da drin und merkt gar nichts mehr. Und das merke ich auch. Also wenn ich eine Aufgabe gebe, dann laufe ich natürlich rum, gucke, was passiert. Dann sitze ich immer da, dann liest auf dem Blattschild, frage ich nach, was ist los? Ja, ich habe die Aufgaben und ich habe nicht vorbereitet. Dann merkt man schon, nee, die hat ein schlechtes Gewissen, der weiß, dass er das hätte tun soll. Es bringt ihm gerade überhaupt nichts, das ist sinnlos rum. Und er realisiert, dass er sie vorbereiten muss, wenn er dieses Angebot nutzen will. Also ich setze extrem auf die Selbstverantwortung und das bedeutet natürlich auch, wenn ich mal Dienstag morgens komme und keiner ist im Raum, darf ich nicht beleidigt sein. Dann haben sich alle entschieden, dass sie ohne dieses Angebot genauso gut lernen können auf die Klausur. Ich meine, ich kann ja meinen Studenten nicht ständig irgendwo zu treiben, irgendwas zu tun, sondern ich setze voll auf die Selbstverantwortung, es sind alles Angebote, ihr könnt nutzen oder nicht, wie ihr wollt, und ich mache aber die Erfahrung, dass sie es tun, weil sie spüren, dass es wichtig ist, dass sie was davon haben. Sie haben nichts davon, wenn ich exakt das machen würde, was sie auch sonst irgendwo haben. Also die Aufgabenlösungen haben sie auch, teilweise. Ich gebe tatsächlich nicht zu allen Aufgabenlösungen raus, aber zu den meisten. Aufgabenlösungen? Nein, oft. Ich habe es dann irgendwann so gemacht, also ich habe am Anfang zu viele Aufgaben keine Lösung rausgegeben, weil ich dachte, das klärt sich dann im Gespräch mit den Tutoren, das ist dann sich und so. Deswegen habe ich zum Teil auch Videos gemacht, wo ich die Aufgaben vorrechne. Also wirklich zu den Übungsaufgaben vorrechne, auf Videos gemacht und online zur Verfügung gestellt. Und das Entscheidende ist aber, dass ich in der Plenumsveranstaltung was anderes mache, dass sie Mehrwert spüren. Ansonsten kommen sie nicht. Ansonsten hätten sie auch keinen, dann würde ich selbstverständlich fühlen, dass sie nicht kommen. Ja. Sondern da geht es eigentlich mehr darum, dass ich als Experte nochmal auf die Frage gehe, mal anhand einer Beispiellösung alle Fragen aufgreife und kläre und nochmal kläre und nochmal aus einer anderen Perspektive und nochmal ja, gemeinsam mit den Studierenden, damit sie merken, okay, es ist gar nicht notwendig, dass irgendwas offen bleibt und irgendeine Unklarheit am Ende besteht. Und das ist, muss ich natürlich jetzt als Vollexperte machen. Das kann ich keinem Tutor aufgeben, weil einfach die Fragen zu extrem sind teilweise. Ja. Das muss ich als Oberexperte machen. Also ich würde sagen, dass deswegen braucht man den Professor an der Stelle. Den Oberexperten. Den braucht man nicht für eine Vorlesung. Vorlesungen können auch. Kann man einmal halten und dann ist gut. Sondern was ich brauche, ist den Professor, den wissenschaftlichen Mitarbeiter, den Experten in der Präsenzveranstaltung, der flexibel, spontan, wirklich relativ schnell die Fragen durchdringt und darauf eingehen kann. Oft wird Flipped Classroom verwechselt mit Online-Lernen. Ich habe gesagt, also da gibt es ja, da werden jetzt Videos zu belügen, der Professor hat Videos und so weiter. Braucht man uns noch, macht man den Professor dann nicht überflüssig, braucht man den Lehrer noch und so. Das ist unverstanden in der Flipped Classroom. Beim Flipped Classroom geht es nicht um die Vorbereitungsphase, nicht um die Online-Phase, sondern es geht um die Präsenzphase. Das Wesentliche ist, sinnvolle gemeinsame Zeit zu nutzen, unter Anwesenheit eines Experten. Da stören die Vorträge. Das heißt, die Vorträge lagern wir aus. Am besten bei Videos am einfachsten. Damit gewinnen wir die Zeit, um gemeinsam aktiv zu sein. Es geht also gar nicht so sehr um binäre Lernen, es geht nicht um die Nutzung digitaler Medien im Wesentlichen als Hauptgrund, sondern es geht um eine gute Realpräsenz-Offline-Phase. Und dafür stehen die digitalen Medien sind im Dienste einer guten Präsenzphase. Und ich habe bislang nur positive Erfahrungen gemacht. Ich weiß,
das kann nicht immer klappen. Also, das ist immer so mit Methoden. Ja? Manchmal klappt es manchmal nicht, je nach Gruppe, je nach Situation, je nach Thema und so weiter. Ich weiß auch von einem Kollegen, der Kryptoplasma eingesetzt hat, bei einer Gruppe, die extrem motiviert war, Mathematik für Ingenieure oder so. Ja, das muss gemacht werden, will aber keiner. Er hat damit gearbeitet, dass er im Semester unregelmäßig zufällig Tests, Unitests macht, die die Vorbereitung abprüfen am Anfang. Ja. Also heute im Arztzettel raus, so nach dem Motto, das war mal ein kleiner Test. Das wird eingesammelt und dafür gibt es Pluspunkte für die Klausur. Okay. Also man kann auch mit extrinsischen Motivatoren arbeiten. Ja. Klar, also warum nicht? Ja, denn man muss. Die Hauptaussage wäre, glaube ich, experimentieren. Ausprobieren. Einfach mal riskieren. Gucken, was passiert. Man hat ja auch 15 Wochen Zeit, wenn es 3, 4, 5 Wochen lang nicht klappt, kann man ja zwischendurch sich jetzt aber nochmal einen Schwenk machen oder so. Ja. Aber ich würde erstmal das Vertrauen in so eine Art und Weise stecken zu gucken, wie das drin ist. Wonach ärgert man, dass es nicht klappt? Wonach ärgert man, dass es nicht klappt? Das würde doch heißen, dass Sie alles verstanden haben. Ja. Sie hatten ja nie alles verstanden. Sondern sie kommen mit Fragen. So. Okay. Und man spürt in der Plenumsveranstaltung, in der Festivalsveranstaltung, wo sind die Fragen? Sind die am Anfang? Sind das fortgeschrittene Fragen? Und ich habe beispielsweise die Erfahrung gemacht bei vollständiger Induktion als Beweismethode. Früher waren die Fragen relativ basal. Mittlerweile können die Studierenden sich in die Methode einfinden mit Hilfe der Videos und die Fragen, die im Plenum kommen, sind schon sehr speziell. Also auf Randfälle, Extremfälle und so weiter. Ja, wo ich denke, okay. Und ich bringe dann auch Beispielaufgaben, die wir dann rechnen. Und nachdem ich für die Klassen eingeführt habe, war es zum ersten Mal so, dass Studierende gesagt haben, ob sie nicht schwerere Aufgaben machen können. Weil die zu einfach sind. Ja? Und das waren aber Aufgaben, die früher, wo ich immer Probleme hatte, früher, wo ich dann sage, okay, das, warum versteht man das nicht und so. Ja? Und jetzt ist es so, dass die Studierenden sagen, das ist zu schwer, zu leicht. Bitte schwerere Aufgaben. Und das erspürt man im Leben. Man merkt, dadurch, dass man mit den Studenten kommuniziert. Früher war es so, man präsentiert. Ja. Eigentlich kriegt man bei Vorlesungen nichts mit. Man kriegt überhaupt kein Feedback von der Studierendenschaft in Vorlesungen. So. Wenn man Unterrichtsgespräche führt, wenn man gemeinsam mit den Studierenden Aufgaben entwickelt, deren Fragen aufnimmt, gemeinsam an der Tafel Lösungen entwickelt, darüber spricht, systematisiert und so weiter, dann kriegt man mit, wo die Studierenden sind. Und dann kann man sich spüren. So beim Präsentieren kriege ich gar nichts mehr.